Hallihallo, da ist immer wieder die Frau Schönberger. So, heute heißt es basteln, was das Zeug hält. Und zwar Sushi-Rollen. Also Maki, Inside Out. Alles gar nicht so wahnsinnig schwer. Das Einzige ist die Vorbereitung. Also wie zum Beispiel der Sushi-Reis. Und ich finde ja, ein gutes Sushi lebt von dem Reis. Also hier mein Tipp. Ihr kocht den Reis nach Packungsanleitung. Und was ich ganz gerne mache, ist so Limonenblätter mit kochen. Das sind hier solche. Die kriegt ihr in jedem Asialaden oder im großen Supermarkt. Das sind hier solche Blätter, grüne Blätter. Und die riechen nach Limone. Die koche ich ganz gerne mit. Und Moment, kurz die Flossen waschen. Und was auch schön ist, ist so angedrücktes Zitronengras. Einfach mit dem Reis mitkochen und zwischendurch immer mal ein bisschen probieren, welche Konsistenz er hat. Und der ist deshalb hier in dieser Schale drinne, welche nach dem Kochen, sobald er so für mich den richtigen Biss hat, habe ich ihn rausgeholt und habe den in diese Schüssel gegeben, damit er besser ausdampfen kann. Und was dem Reis überhaupt nicht gut tut, ist ständiges Rühren, 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 Rühren. Man sagt ja, schön öfter mal rühren, aber nein, ruhig mal die Ruhe bewahren, weil jedes Mal umrühren zerstört den Reiskorn. Und dann gibt es am Ende nur noch so eine Pratschematsche. So, der ist auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Was hier auch schon vorbereitet ist, weil wir basteln gleich zu viert, jeder macht sich so seine Rolle, das finde ich immer ganz schön, das ist so ein tolles ja, Miteinander einfach. Denn jeder hat hier so seine Matte. Das sind so kleine Bambusmatten. Die sind eingepackt in Folie, weil die lassen sich einfach total schlecht reinigen. So, da haben wir vier Stück. So. Und dann kann es eigentlich auch losgehen, wenn man den ganzen Rest schon vorbereitet hat. Also, ihr könnt in eure Sushi-Rollen reinmachen, was immer ihr wollt. Also, ich habe jetzt hier Bergkoriander. Ich liebe Koriander. Dann haben wir Avocado. So, dann hat ausnahmsweise mal nicht ich vorbereitet, sondern der Till hat geschnippelt. Gurken in Streifen, Paprika in Streifen, Frühlingslauch, rote Beete in Streifen, Kresse haben wir hier. Dann Lachs schön in Streifen geschnitten. Ich konnte eben schon eine Wespe beobachten, wie sie sich so ein Stück rausgebissen hat und damit abgezischt ist. So, aber gut, ein bisschen abgeben kann man immer. Dann brauchen wir ein Schälchen mit Wasser. Und dann habe ich hier diese Nori-Blätter. Die können die ja so essen. Ich habe letztens was gesehen, das fand ich auch ziemlich geil. Wassermelone mit Nori-Blättern, schön mariniert, schön gewürzt und dann auf den Grill gelegt. Also das probiere ich auch mal aus. Wenn einer das von euch schon mal ausprobiert hat, gerne eine Nachricht und einen Tipp. Das steht nämlich noch auf meiner Agenda für diesen Restsommer. Also meteorologisch ist ja gar kein Sommer mehr. Es ist ja schon Herbst. Mein Pool ist auch schon weg. Mein schöner Grillplatz kommt wieder ganz zur Geltung. Freue ich mich auch schon ein bisschen. Der Herbst ist ja eigentlich die allergeilste Jahreszeit. Nun gut. Kommen wir zum Basteln. Ah, jetzt habe ich hier noch schwarzen Sesam. Also ihr könnt reinmachen, was immer ihr wollt. Ihr müsst nur aufpassen, es darf nicht zu nass sein. Das war es eigentlich schon. Es darf nicht zu nass sein. So, jetzt habe ich hier die Nori-Blätter. Die haben einmal so eine ganz glatte Seite. Das sieht man hier auch schön im Licht. Das glänzt so schön. Und hier so eine raue Seite. Glänzt auch, sehe ich gerade. Ja, aber die fühlt sich so ein bisschen rau an und die ist glatt. Ich nehme die raue Seite nach innen. Und ich mag diesen Algengeschmack. Und deshalb darf es ruhig auch zweimal umwickelt sein. Es reicht aber auch, wenn ihr ein halbes nehmt oder das ein Stückchen abschneidet und dann andere Dinge draus bastelt, wie zum Beispiel, wenn ihr Nigiri macht, könnt ihr das, was ihr oben drauf legt, auf den Reis ruhig mit so einem Streifen nochmal umwickeln, dann hält es besser. So, jetzt Hände anfeuchten. Und hier, dann mache ich hier unten meist ein bisschen feucht. Und hier oben. So. Und das Schöne ist ja, wenn man das zu mehreren macht, dann kann wirklich so jeder rollen, was auch immer er möchte. Wie er das möchte, es ist einfach herrlich. So, und dann gebe ich hier in das untere Drittel,
unteren zwei Drittel. So, jetzt habe ich es. Reis. Er muss natürlich ausgekühlt sein. Ne? So. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist den Reis irgendwie nach dem Kochen abspülen. Aber ihr fahrt einfach, oder ihr seid ganz sicher, wenn ihr den Reis nach Packungsanleitung kocht. So. Und dann eben aromatisiert mit Limonenblättern oder Zitronengras. Ein bisschen Salz ran. Manche mögen da auch diesen Reisessig dran. Ich mag das jetzt nicht ganz so gerne. So, ich wasche mir zwischendurch immer mal die Flossen. Zack. Und was auch ganz geil ist, ist, wenn man schon in der Rolle so ein bisschen Wasabi reinmacht. Ich bin ja ein Wasabi-Freak. Und apropos Wasabi, ich habe mir hier mal was gekauft. Immer so ein bisschen schwierig. Erstens ist es viel zu klein draufgedruckt. Ich kann es sogar mit Brille überhaupt gar nicht lesen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bist du einfach mal mutig und kaufst das mal und guckst mal, wie es schmeckt. Okay, ich bin ja immer nicht ganz so der Freund von so Unmengen an Inhaltsstoffen. Aber mal geht es auch. Und vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht schmeckt es auch gar nicht. Wasabi. Ich liebe Wasabi. Uhuhu. Also es ist scharf, aber es ist nicht so meerrettich scharf, weil der Meerrettich geht ja eher so nach oben. Es bleibt auf der Zunge, also es ist auch Chili drin. Die Schärfe geht auch nach hinten weg. Es ist so eine Mischung zwischen Chili, Wasabi und Soja. Ja, ich würde sagen, der erste Haps war jetzt semi-geil, aber es kriegt, glaube ich, nochmal eine zweite Chance. So schlimm war es nämlich gar nicht. So. Geht's los. Also Reis haben wir drauf. Dann gebe ich einfach so, ich habe den Lachs, die Haut abgemacht, in Streifen geschnitten. Guckt, dass ihr einen guten Lachs habt, dass er nicht irgendwie komisch riecht, ja, dass er frisch riecht. Und dann ist das auch alles bestens. Ich liebe Koriander. Da ist schön mehr Koriander rein. Es gibt ja so die Koriander. Liebhaber und die Korianderhasser. Es gibt irgendwie, glaube ich, nichts dazwischen. So, ich stehe auf rote Beete. Rote Beete und Meerrettich ist einfach Hammer. Und dann lege ich das hier so drauf. Ja, schön verteilt. Bisschen Frühlingslauch. So. Und Avocado. Es gibt so, wenn man im Supermarkt Sushi kauft, ja, das mache ich ab und zu mal, in der Not frisst der Teufel Fliegen, aber es ist eigentlich ganz lecker. So, und jetzt heißt es rollen. Rolle, rolle, rolle. Ganz ehrlich, diese ewige Händewascherei, am liebsten mache ich ja so diesen. Oder früher, als ich noch im Restaurant gearbeitet habe, und da gingen ja die Schürzen auch hinten ziemlich weit rum, habe ich immer diesen gemacht. Ah, furchtbar. Aber ja, Gott, es ist, wie es ist. So, und dann fange ich an zu rollen. Beim ersten Mal muss man das so ein bisschen, sieht man das eigentlich gescheit? Nicht so richtig gescheit, ja? Das ist, wenn man so eine One-Man-Show ist, kann man das schlecht ranzoomen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne. So, ihr seht das hier, jetzt ist da so ein bisschen runtergepurzelt. Ich halte es ein bisschen fest, ja? Und schiebe das da rein. So, und noch ein Stück rum. Und dann muss ich ja dieses Ding hier anheben. Ja, das seht ihr. Und dann ziehe ich das nur an dem Ding, an der eingewickelten Bambusmatte. Wobei, ich glaube, das ist gar nicht wirklich Bambus. Naja, es sind auf jeden Fall irgendwelche Holzstäbchen. Mach hier nochmal ein bisschen Wasser rein. Und dann wickel ich das so rum, 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 rum. So, und dann gehe ich wieder zurück. Ah, hält sich nicht ganz. Moment, muss es dann nochmal abfummeln, abfummeln, fummeln, fummeln, fummeln. So, und dann, also ich habe es jetzt abgefummelt, ihr seht das. So, ja, sehr gut. Dann ziehe ich das hier so zurück, so richtig fest ran. So, und dann, wenn ich das aufmache, dann habe ich hier so eine schöne Rolle. Ja, zack, fertig. Das kann ich jetzt nochmal in den Kühlschrank legen. Dann kriegt das nochmal so ein bisschen Festigkeit. Will ich ja aber gar nicht. Ich will euch das ja zeigen. So,
brauche ich mal Brettchen. Gucken, was ich hier so finde. Ja, hier so eine Zahl an bunten Brettchen. Ah, ja. Leopard. Ich liebe Leo. So. Messer. Messer, Messer, Messer. Scharfes Messer. Scharfes Messer. Das habe ich hier. Auch ein schöner Rückenkranzentzücken. Moment. Die nächste Küche. Ich habe ja schon eine Idee. Also wenn ich nochmal bauen sollte, dann gibt es einen Riesenraum, einen Riesenblock, wo man alles machen kann. Man hat alles griffbereit. Ja, ich liebe meine Küche auch. Das habe ich ja alles selber gemacht. Aber wenn ich nochmal die Chance habe, dann. So. Jetzt, ich mache eigentlich 6 Stücke daraus. Also ich teile das einmal in der Mitte, dann fällt mir das Aufteilen ein bisschen leichter. Einmal. Ach, guck doch mal. Das sieht doch ganz schön aus. Bisschen ins Licht halten. Zack. So. Und jetzt kann ich dieses etwas kleinere Stück besser in 3 teilen. Wenn wir jetzt so ganz genau, ne, dann schneide ich das hier hinten noch ein bisschen grad. Ja? So. Und das? Dann schon mal probieren. Mhm. So. Ich will euch noch zeigen, wie das geht mit der mit dem Reis außen. Mhm. Es gibt ja viele, die mögen diese leckeren, ich mag es ja total gerne, diese leckeren Nori-Blätter, nicht? Dann, also Folie habt ihr drauf, ganz wichtig. Feuchte Finger. Und dann Reis. Dann reicht es tatsächlich auch, wenn ihr so 2/3 einfach von dieser Fläche, muss halt einmal so richtig rumgehen und beisammen sein. Und hier müsst ihr darauf achten, dass ihr den Reis wirklich relativ fest zusammendrückt, damit das Ganze euch nicht auseinanderpurzelt. So, wenn ich das jetzt fülle, sehe ich, aha, es geht nicht ganz rum. Deswegen mache ich da noch ein bisschen mehr bei. Und ganz ehrlich, Übung macht den Meister. Ich hatte das Glück im Restaurant Hessler, die Doris Katharina Hessler, meine Chefin, die konnte das auch sehr gut. Hat mir gezeigt, wie das funktioniert mit dem Reiskochen. Und Übung macht einfach den Meister. Das ist so. Ich glaube, bis man sich Sushi-Meister nennen kann, braucht es irgendwie 6 Jahre. Aber das ist ganz laienhaft dahergesagt. Ich habe da auch keine Ahnung. Aber Hauptsache mal irgendwas von sich gegeben. So, jetzt auch wieder füllen. Füllen, füllen, füllen. Gerne auch mit Lachs. Ein bisschen schmaleres Stück. So. Kresse. Da gibt ja, kann man ja die wunderbarsten Muster auch reinlegen. In so eine Rolle. So, Kresse. Dann Gurke. Auch immer ganz schön. Bisschen Paprika. Oh, der Till hat das wirklich super geschnitten. Je dünner, umso besser. Wenn da so dicke Streifen hat, das ist nichts. So. Was mag ich noch was? Nee, das reicht. So. Und jetzt selbes Prinzip. Ansetzen. Festhalten. So. Und hier ein bisschen lösen. Und rum. So, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Reis gewesen. Ich gucke mal. Ah, guck mal. Passt doch. Oh, schön wäre. Und dann auch rum, zurück, fest andrücken, nicht richtig so dagegen ziehen. Nur nicht zu viel Kraft aufwenden, ne? Lutscht euch das ganze Ding weg. So, tada! Kann ich hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, und jetzt könnt ihr das, ich muss mal da nochmal ein bisschen nacharbeiten. So. Super. Und jetzt könnt ihr das wälzen in, also auch immer, wie ihr wollt. Ich habe hier schwarzen Sesam.
drehe ich das jetzt einfach drin rum. Hier, ein bisschen da. Und ihr könnt es auch bunt machen. Ja? So. So. Jetzt werden Brettchen wieder ganz gut. Wo ist mein Helferlein? Ah, verdammt, keiner da. Na gut. Also, wieder Hände waschen. Es geht heute hier zum Running Gag. Hände waschen. So, da ist mein Lumpen. Ich liebe ja schöne Geschirrtücher. Diese bunten. Herrlich, oder? Ach, schön. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Mädchenkram. So, was haben wir hier? Ah, Lamas. Alpakas. Alpakase. Kommt schon wieder so eine Wespe an und will sich wieder was klauen. So, jetzt setze ich das hier drauf. Kann ich ein bisschen beiseite schieben. Wieder in der Mitte anschneiden. Wenn ihr nicht so ein scharfes Messer habt, entweder das Messer schärfen oder das Messer anfeuchten. So, ha, das sieht doch fresh aus. Oh, da hinten hat sich ganz festgehalten, aber hey, nicht so schlimm. So, ich hole jetzt gleich mal die Bagage und dann basteln wir ganz fleißig Sushi. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Lasst doch ein Like da oder eine Nachricht. Ich freue mich immer gerne. Ich beantworte auch so schnell es geht alle Fragen. Anregungen und Ideen nehme ich auch gerne an. Ganz viel Spaß beim Basteln. Tschüss, eure Sibylle.